Um das Flugerlebnis im Microsoft Flight Simulator noch realistischer zu simulieren, gibt es Eingabemöglichkeiten für Xbox und PC, wie beispielsweise von Thrustmaster die TCA Airbus Edition. In diesem Video klären wir die Frage, wie sich das Ganze in das bestehende Setup integrieren lässt, wie gut ist die Edition verarbeitet und bringt sie tatsächlich einen Mehrwert, und wie verhält sich das Thema Peripherie dann für den Microsoft Flight Simulator 2024, funktioniert das dort auch? All das besprechen wir heute, und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die TCA Captain Pack X Airbus Edition besteht insgesamt aus drei Teilen. Da der Airbus Sidestick, an dem alles andere angeschlossen wird, den Design for Xbox Button trägt, ist das System nicht nur mit PC kompatibel, sondern auch mit Xbox. Der Sidestick ist, wie alles andere auch einzeln erhältlich, verfügt über 21 Aktionstasten, darunter auch ein Schubregler, der einen Umkehrschub simulieren kann. Das beiliegende Kabel ist 1,80 Meter lang und führt vom Sidestick per USB-C auf USB-A zur jeweiligen Plattform. Das System ist gleichermaßen auf Links- und Rechtshänder ausgelegt, entsprechende Umbauknöpfe liegen bei. Die Basis des Quadranten, welche ebenfalls einzeln erhältlich ist, beinhaltet Schubregler für insgesamt zwei Triebwerke, und auch hier kann der Umkehrschub hervorragend simuliert werden, was wir uns später in der Praxis noch ansehen. Man kann hier sogar ein weiteres Mittelteil integrieren, um ein Vier-Triebwerke-System zu simulieren. Das Kabel, welches vom Quadranten zum Sidestick führt, hat eine Länge von 1,80 Meter und führt ebenfalls von USB-C auf USB-A. Außerdem liegt noch ein bisschen Montagewerkzeug dabei und Aufkleber für die Triebwerksbelegung. Der dritte Part aus dem Gesamtsystem sind die sogenannten Quadranten-Add-ons. Diese finden links und rechts vom Mittelteil ihren Platz und vervollständigen das Ganze. Hier finden wir dann beispielsweise die Parkbremse, den Fahrwerkshebel, genauso wie auch die Flaps oder auch die Luftbremsen. Der Quadrant im Ganzen wird auf der Rückseite dann mit entsprechenden Klammern verschraubt und Kabeln verbunden. Beim Anschluss dieses Systems an Xbox und PC ist vor allem an Xbox eine Besonderheit zu beachten. Während man am PC den Quadranten auch einzeln betreiben kann, benötigt man für Xbox zwingend den Sidestick, der mit Xbox verbunden wird. Alle weiteren Komponenten werden dann mit dem Sidestick verbunden und nur darüber funktionieren diese dann auch an Xbox. Das ist wichtig zu beachten. Auf der Unterseite des Sidesticks finden wir dann den entsprechenden Wahlschalter für Links- oder Rechtshänder sowie Verschrauboptionen, um das Ganze beispielsweise an dem separat erhältlichen Thrustmaster Flying Clamp anbringen zu können. Die beiden Add-ons sind out of the box noch miteinander verbunden und müssen entsprechend gelöst werden, um das Mittelteil des Quadranten dazwischen zu platzieren. Alle Teile werden dann auf der Unterseite mit insgesamt vier Klammern verschraubt und den beiliegenden Spezialkabeln verbunden. Der Aufbau funktionierte dabei absolut reibungslos und selbsterklärend. Inspiriert von den echten Airbus-Steuerelementen, heißt es auf der Homepage. Der Maßstab soll dabei 1:1 dem echten nachempfunden sein. Gut, das kann ich jetzt nicht weiter beurteilen, aber alleine rein optisch macht das Ganze schon vor der ersten Verwendung einen sehr guten Eindruck. Äußerlich ist hier zwar alles aus Kunststoff, aber es wirkt sehr, sehr gut verarbeitet. Gerade beim Betätigen der Schubhebel oder der Flaps oder Luftbremsen hat man einen sehr guten Widerstand, und das Gewicht sowie die Geräuschkulisse beim Hin- und Herschalten der einzelnen Hebel lässt darauf schließen, dass im Inneren des Quadranten auch viel mit Metall gearbeitet wurde. Wenn wir uns den Quadranten im Ganzen nochmal von der Rückseite anschauen, dann seht ihr hier über den roten Pfeil markiert einmal eine Klammer, mit deren Hilfe die einzelnen Elemente miteinander verbunden wurden. Und hier zum anderen eine sehr pfiffige Lösung, wie ich finde, zur Regelung des Widerstandes der einzelnen Hebel. Wenn ihr diesen Steg hier entfernt und seitenverkehrt wieder einschraubt, könnt ihr hierüber nämlich definieren, ob der darüber liegende Hebel stufenlos funktioniert oder in entsprechenden Rastern, die entweder durchgezogene oder gewellte Linie zeigt an, wie sich der darüber liegende Hebel verhält. In meinem Fall bevorzuge ich das Einrasten an den gekennzeichneten Stellen. Was ihr ebenfalls individuell einstellen könnt, ist über diese Stellschraube hier die Zugkraft der Feder an diesem Hebel, beziehungsweise über Plus und Minus an diesen Stellen hier, den Widerstand der Hebel an sich. Und das funktioniert tatsächlich sehr schnell und unkompliziert, und ihr könnt den entsprechenden Druckpunkt an jedem Hebel individuell einstellen.
Was ihr ebenfalls sehr schnell mechanisch einstellen könnt, ist eine Sperre des Seitenruders. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, Rudder Pedals anzuschließen, in meinem Fall beispielsweise hier die T-Flight Rudder Pedals von Thrustmaster, dann könnt ihr über diesen Knopf hier das Seitenruder am Side-Stick sperren. Auch auf der Vorderseite des Quadranten gibt es noch einen Knopf. Insofern ihr ein weiteres Mittelteil verbaut und somit auf 4 Triebwerke Zugriff haben möchtet, müsst ihr am zweiten Mittelteil dann den Engine-Schalter auf 3 und 4 stellen. In einem möglichen Setup angeschlossen an Xbox Series X kann das Ganze dann so aussehen. Links der Side-Stick, auf der rechten Seite der Quadrant. Von der Verkabelung her geht das Ganze dann nach hinten entsprechend weg. Es gibt hier in Summe übrigens nur eine LED. Der Quadrant geht in den Side-Stick. In den Quadranten gehen die Pedale. Und der Side-Stick wiederum schleift dann alles einmal zur Xbox. Ich habe das ganze System jetzt hier vorne angeschlossen an der Xbox, das geht aber natürlich auch hinten. Um einen besseren Eindruck von der Hardware zu bekommen, macht es durchaus Sinn, einmal hinzuhören, wie denn die Tasten und so weiter klingen. Das machen wir gleich. Wer sich für die T-Flight Rudder Pedals von Thrustmaster interessiert, hierüber habe ich ein weiteres Video, welches ich unten in der Videobeschreibung verlinke und hier jetzt rechts oben. Selbstverständlich bietet sich jetzt hier in erster Linie ein Flug mit einem Airbus A320neo hervorragend an. Darauf begrenzt ist es aber freilich nicht. Auch andere Maschinen lassen sich darauf hervorragend einstellen. Selbst Helikopter lassen sich mit dem Side-Stick und beispielsweise den Pedalen hervorragend fliegen. Aber jetzt hören wir erstmal rein, wie klingen denn die einzelnen Knöpfe. Am Schubhebel des Side-Sticks ist beispielsweise sehr gut auch spürbar, wo sich der Druckpunkt befindet, an dem der Umkehrschub einsetzt.
springen wir rein in die Steuerungsoptionen des Microsoft Flight Simulators 2020. Beim Beispiel auf Xbox Series X bleibend, fällt auf, dass hier lediglich der Side-Stick erkannt wird. Auch die Abbildung zeigt hier nur den Joystick. Doch hier darf man sich nicht täuschen lassen, selbstverständlich wird auch der Quadrant erkannt und auch die Pedale. Neben einer fest hinterlegten Standardbelegung, die sofort verfügbar ist, gibt es beispielsweise auch noch eine spezielle Konfiguration für Helikopter auf Xbox. Selbstverständlich habt ihr aber auch die Möglichkeit, eine ganz individuelle Tastenbelegung zu speichern. Für den Anfang würde ich empfehlen, die Standardbelegung einfach mal auszuprobieren, denn dort sind bereits alle relevanten Achsen richtig hinterlegt und funktionieren sofort. Vor allem beim Punkt Schub und Umkehrschub muss man sich dann erstmal nicht weiter groß Gedanken machen, kann dann aber jederzeit die hinterlegten Einstellungen individuell nachjustieren. Wenn wir uns die Auswirkungen der einzelnen Hebel nun einmal genauer am Außenmodell unseres Airbus A320 Neo angucken, dann sehen wir hier sehr schön, dass die Flaps beispielsweise den festen Rastern entsprechend folgen, die Luftbremse im Endeffekt aber komplett stufenlos einstellbar ist. Auch sämtliche Einstellungen zum Thema Umkehrschub funktionieren in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier das Ganze lediglich ausgepackt und per Plug and Play angeschlossen haben, hervorragend. Auch im Innenraum setzt sich das Ganze sehr präzise fort. Hier ein paar Eindrücke davon. Die über der Parkbremse liegende Rudertrimmung funktioniert auf den Punkt genau. Selbst der daneben liegende Reset-Button setzt das Ganze auf 0 zurück. Auch die Engine-Buttons funktionieren, wie sie sollen. Aber ihr hört es im Hintergrund, die Maschine läuft natürlich bereits und da spielen wir jetzt nicht weiter dran rum. Was mir während der Aufnahme hier beim Betätigen der Hebel witzigerweise aufgefallen ist, das Klicken beim Einrasten der Stufen klingt in Sim genauso wie hier am Quadranten, der vor mir steht, und dadurch fühlt sich das Ganze dann auch schon sehr authentisch an. Hier betätigen wir jetzt zuvor für Zwecken einfach auch mal den Fahrwerkshebel und nehmen Einstellungen an den automatischen Bremsen vor. Das Seitenruder lässt sich über den Side-Stick hervorragend steuern. Wer also nicht direkt mit Pedalen unterwegs ist, hat hierüber eine sehr gute Alternative. Der Side-Stick an sich ist dabei sehr standfest. Allerdings, wie bei jedem anderen Joystick auch, wenn man es mit dem Druckpunkt übertreibt, kann das Ganze schon mal ein bisschen seitlich angekippt werden. Wer damit generell immer wieder mal Schwierigkeiten hat, für den bietet Thrustmaster entsprechende Lösungen an. Über den kleinen Joystick an der Oberseite lassen sich eine Vielzahl von Kamerapositionen bereits von Grund auf anwählen. Ein guter Indikator dafür, wie ernst es einem Hardwarehersteller mit seiner Hardware ist, ist, wie ich zumindest finde, die Homepage und die darauf hoffentlich zu findende Unterstützung für die jeweiligen Produkte. Hier auch nochmal der Hinweis auf ein früheres Video hier auf meinem Kanal, worin ich mir das TCA Yoke Pack Boeing Edition in Zusammenhang mit den T-Flight Rudder Pedals einmal näher angesehen habe. Aber zurück zur Captain Pack X Airbus Edition. Auf der Thrustmaster Support Seite, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, finden wir sämtliche Inhalte zu allen drei Elementen.
Seiten. Bitte bei der Bedienungsanleitung zum Sidestick nicht erschrecken, das sind über 700 Seiten, liegt aber natürlich an den unterschiedlichen Sprachen. Deutsch ist selbstverständlich mit dabei und es wird vorbildlich auf sämtliche relevanten Themen eingegangen. Und das nicht nur zum Sidestick, sondern auch der Quadrant oder auch die Add-ons zum Quadranten haben eigene Seiten wiederum, die nichts vermissen lassen. Auch sämtliche Treiber, die am PC relevant werden könnten, denn auf Xbox funktioniert das Ganze ja per Plug and Play, sind in den entsprechenden Untermenüs zu finden und können dort dann heruntergeladen und installiert werden. Im Grunde macht ein Besuch dieser Seite auch vor dem Kauf durchaus Sinn, um sich über alle Funktionen des jeweiligen Produktes vorab gut zu informieren. Der folgende Start ist in seiner Qualität, die der Pilot hier, also ich, an den Tag legt, sicherlich ausbaufähig. Dennoch war es mir wichtig, anhand eines kurzen Videos hier nochmal alle Knöpfe entsprechend einzufangen und einen Start hinzulegen. Rustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition ist für alle Hobbypiloten definitiv eine tolle Ergänzung und hebt die Flugerfahrung auf die nächste Stufe. Gerade für Pilotinnen und Piloten, die viel mit Verkehrsmaschinen unterwegs sind, natürlich wie gemacht, ist das Ganze aber durchaus auch für andere Fluggeräte geeignet. Die Edition ist zu 100% mit Xbox und PC kompatibel und weiter ausbaubar. Stichwort weiteres Triebwerksmodul oder aber auch durch zwei verschiedene Rudder Pedals. Zum UVP von 299€ ist die TCA Captain Pack X Airbus Edition erhältlich und ist dabei auch maximal zukunftssicher, denn es wird definitiv auch mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier einen guten Einblick in die Hardware geben. Sollten Fragen offen bleiben oder ihr Ergänzungen haben, nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen und Abo wie immer bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.